Hier sind wir im Ollenhauer Haus und Herbert Wehner, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, steht neben mir. Herr Wehner, vor 4 Jahren, an jenem 19. November, haben Sie mir damals auf meine Frage, was Ihr erster Kommentar sei, gesagt, dafür, für den damaligen Erfolg, hätten Sie 23 Jahre gearbeitet in dieser Partei. Was ist Ihr Kommentar heute Abend, nachdem zumindest in den Hochrechnungen feststeht, dass die SPD gemessen an dem letzten Bundestagswahlergebnis etwa 3,4%, 3,5%, wenn sich das alles einstabilisiert, verloren hat? Alle Ihre wenn sich einberechnet, sehr verehrter Herr Luke, Sie fragen nach meinem Kommentar heute zum Unterschied von 72. Wir haben unsere Stellung behauptet und das liegt im Interesse unseres demokratisch-freiheitlich verfassten Staates. Wir, ist das die Sozialdemokratische Partei Deutschlands oder ist das die Koalition? In diesem Fall die Sozialdemokratische Partei Deutschlands mit dem Koalitionspartner. Herr Wehner, es gibt Hinweise nicht nur, sondern auch schon arithmetische Tatbestände, etwa über Einbrüche, ich darf das mal so sagen, in Bayern, in München. Es gibt auch keine guten Ergebnisse im Land Hessen. Müssen Sie das zurückführen auf interne Querelen in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands? Ich bin also in der schwierigen Lage, verehrter Herr Lück, zu sagen, wo hören Sie, wenn Sie gleichzeitig fortgesetzt Leute interviewen, Informationen, die mehr sind, als ich sie haben kann. Ich weiß nichts und Sie wissen nichts. Ich kenne die Hochrechnungen über die wirklichen Ergebnisse in den Ländern. Werden Sie nicht ungeduldig. Wir beide kennen nichts über die einzelnen Wahlkreise. Es gibt kein einziges Wahlkreisergebnis. Und dennoch reden wir hier, als ob wir schon alles wüssten. Ich sage Ihnen, die Hochrechnungen respektiere ich. Mit den Fehlermargen, die die Leute selbst immer angeben, vorsichtigerweise, wie das klugen Verkäufern zukommt. Und im Übrigen habe ich gesagt, wir haben unsere Stellung behauptet. Dies war schwer angesichts der Mobilisierung einer außerparlamentarischen Fanatisierungskampagne, mit der wir es zu tun bekommen hatten. Darf ich trotz Ihrer Kritik an dieser Art, wie wir fragen, oder an der Art der Grundlage, auf der wir fragen, folgende Frage stellen? Ist es nicht überraschend und erstaunlich, dass auf der Basis der Hochrechnungen, und darüber kann ich nur reden, ein Teil oder vielleicht sogar alle derjenigen, die die SPD an diesem Tag nicht wählen wollten, nicht zum freidemokratischen Koalitionspartner gegangen sind, sondern zur CDU. Wenn man so will, ich darf das nochmal salopp sagen, hat der Partnertausch innerhalb des sozialliberalen Lagers nicht stattgefunden. Das lässt sich herauslesen aus den Zahlen, die Ihnen und mir zur Verfügung stehen. Entschuldigen Sie, wenn Sie wüssten, wie sehr Sie damit diese Slogans, wie man heute modisch sagt, der CSU-CDU ad absurdum führen. Denn es hatte Wählertausch, wie Sie sagen, gegeben. Wir haben überhaupt keine Wähler gemietet, nicht? Sondern jetzt fängt es an, interessant zu werden, für uns, für die Sozialdemokraten, genau herauszufinden, welche Länder, welche Regionen, welche Wahlkreise, welche Eigentümlichkeiten zeigen. Und das ahne ich jetzt schon. Es gibt eine ganze Reihe Eigentümlichkeiten. Es ist nicht ein gerader Schnitt in alle Regionen und durch alle Wahlkreise hindurch. Und insofern fängt dann die eigentliche Tätigkeit an. Ich sehe das also ohne Pessimismus, mit dem Interesse eines, der viele Jahre den Vorzug hatte, organisatorisch politisch tätig sein zu dürfen. Und das war für mich immer ein Fest, nachzufassen, zu helfen. Und diesmal kommt dazu, in der parlamentarischen Situation und dem parlamentarischen Kräfteverhältnis zu zeigen, dass wir wer sind, der arbeiten kann als Koalition. Vielen Dank für diese Zwischenkommentierung, Herr Wehner, auf der Basis dessen, was uns allen hier in dieser Nacht zur Verfügung steht. Und zunächst einmal zurück in die FDP-Zentrale.